und herzlich willkommen zum 25. Teil meines Super Mario 64 Let's Plays. Und auch heute möchten wir uns wieder in die Lava-Lagune stürzen. Denn eine herausfordernde Aufgabe wartet auf uns. Es ist Tanze auf dem Baumstamm. Und meine grauen Zellen haben da etwas in der Erinnerung. Zumindest habe ich eine grobe Vorstellung, wo wir hin müssen. Und gemeinsam mit euch werden wir jetzt dieses grandiose Abenteuer erleben, wenn wir nicht vorher sterben. Was? Also jetzt reicht's ja wohl. Nee, das... Sorry, jetzt muss ich hier erstmal durch. Und dieses... Oh. Ja. War ja ganz toll. Das habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Mensch, ja. Ich mit meinen 6 Leben. Egal. Ja, ich muss sagen, ich habe bislang nicht mal ein Bier-Intus, aber das zeigt durchaus schon seine Wirkung bei diesen Temperaturen. Es ist immer noch der heiße Tag. Ja, es ist Freitag, der 3. Juli 2015 und irgendwie steigt mir die Hitze doch zu Kopf. So, wir gehen jetzt hier rüber, dann springen wir über diese beiden Plattformen, hoffen, dass wir nicht in die Lava laufen, aber... scheinbar muss ich zwangsläufig durch die Lava laufen, denn nur dann bin ich wirklich der Benjamin, den man kennt. So, jetzt fahren wir mal hier vorbei und versuchen uns nicht von diesem Strahl treffen zu lassen. Wo fahren wir überhaupt hin? Hallo? Ah, okay. Da ist also ein Baumstamm. Nee. Nee, oh, Gott sei Dank. So, jetzt haben wir natürlich nicht mehr so viele Energiereserven. Ich habe jetzt allerdings keine Ahnung mehr, was man machen muss. Tanze auf dem Baumstamm, ja. Der dreht sich wahrscheinlich. Ja, okay, und irgendwo auf der Unterseite verbirgt sich dann bestimmt ein Stern. Aber irgendwie, nee. Wir haben... Oh. Ah, okay, jetzt verstehe ich das Prinzip. Wir bewegen ihn quasi auf diesem Steinzeug, auf dieser Schiene hier, durch unsere Laufbewegung in diese Richtung und können dann anschließend diese Seite hier erreichen. Und hoffentlich befindet sich am Ende dieses langen Ganges ein Stern. Ja, tatsächlich, das war's schon. Hey, here we go! Ja, danke. Ja, und auch natürlich wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's schon mit dem 23. Stern und der 25. Ausgabe meines Super Mario 64 Let's Plays. Ich wünsche euch vorab schon mal ein schönes Wochenende, falls ich mich an diesem Wochenende nicht mehr melden sollte. Bis zum nächsten Mal. Euer T-Beutel Pi.